So, Leute, willkommen zurück zu The Darkest Tales. Ich glaube, der Sound passt inzwischen ganz gut. Wie komme ich denn nach da unten? Und was soll ich hier? Es reicht nicht. Ich kann nicht tauchen. Und wenn ja, weiß ich nicht wie. Das hat mich hier lang geführt, aber ich habe hier keinen Weg. Und ich habe keine Fähigkeit. Lag hier irgendwas auf dem Weg, was mir geholfen hätte? Hier ist ein Weg nach oben. Aber das Gefühl, dieser Weg nach oben ist die Antwort, nach der ich suche. Bedeutet aber, ich krieg noch eine Tauchfähigkeit. Fifth physical test. Obstacle course. Please pay special attention to side effects such as loss of motor skills, mutilation. And death. Funny, the same side effects he's risking by getting me riled. Ah, Daddy, ich mag dich. Oh. Also ich weiß nicht, der Test. Wenn das schon der ganze Test war, war langweilig, aber er hat noch nichts gesagt, also gibt's noch mehr. Aber bisher ist der Test sehr, sehr harmlos. Du wieder. Ja, okay, ich muss wirklich warten, bis er springt. Okay, damit geht's nicht. Ich muss wirklich seinen Sprung kriegen. Fuck, da habe ich das Timing verkackt. Ich ihn nur im Sprung? Ah, das ist ein Gegner, den ich nicht... Ja, ich hätte mich hier oben anhaften sollen. Ein Gegner, den ich nicht ganz so mag. Ich glaube aber, er hat ein akzeptables Pattern. Ich bin bloß zu doof, es zu sehen. Weil es kein Boss ist, ist ein Miniboss. Der muss irgendwas haben. Also es ist nicht mal ein Miniboss, es ist ein stinknormaler Gegner. Also bis hierhin ist einfach. Ja.
Wir haben ihn auf jeden Fall berührt. So, ne, ich muss ihn nicht damit erwischen, aber ich hab's noch nicht raus, wie ich ihn erwischen muss. Aber ich glaube, es war clever, dass ich meine Reichweite erhöht habe. Hier kann ich zurückreisen, wenn ich will. Sehe aber derzeit keinen Grund. Oh, nicht er wieder. Ich habe ihn aber gut erwischt. Okay, das ist ein Grund, hier kurz mal wegzugehen. Okay, du sagst, ich muss hier kurz mal runter. Also in der Ecke ist nicht gut. Ja, er ist der einzige Gegner, bei dem ich sage, da habe ich ordentlich Respekt vor. Ich gehe mal auf die Seite. Ach, wie weit geht denn dieser Angriff? Ja, ich habe ihn getroffen, aber ich bin auch drauf gegangen. Der gibt richtig viel Mana. Damit kann man sich super heilen, aber man muss ihn halt auch kaputt kriegen. Ich habe für einen Moment vergessen, dass wir in einem Wal sind. Ja, ich verstehe, warum dieses Gebiet der Wahnsinn heißt. Ups. Bei unserem Dr. Frankenstein hier. Ich vergesse mal, dass ich da nicht dran kann. So, immerhin sind wir den ersten jetzt los. Müssen wir uns nur noch mit dem zweiten prügeln. Feierabend. Ein Lämpchen, ohne dass er was sagt? Ja, da ist so eine Werkbank. Also echt so ein Dr. Frankenstein, mit dem wir es hier zu tun haben. Aber es wird mechanischer, das heißt, wir kommen ihm wahrscheinlich näher. Ups. Das hier sieht schon sehr nach Labor aus. From now on shall be referred to as the patient. Given the delicate operation it's about to undergo, has finally turned up at the test area. Late. Oh, don't worry. I'll be sure to kill you quickly. The patient continues to be restless and violent. We will therefore proceed with anesthesia for mechanical trauma before full dissection. Who exactly are you planning to dissect? The anesthetist in charge will be the eldest of my real children. You're calling this thing a real child? You really are crazy. The patient's irritating remarks are reminiscent of those lying fairies. They didn't want to use their magic to give me real children. Fortunately, science doesn't lie. And science, yes, science can create life.
Ja. Gimpetto. Komm. Das ist ein sehr hässlicher Pinocchio. Aber ich muss auch sagen, jetzt bevor ich ihn gesehen habe, bin ich nicht drauf gekommen, dass es Gimpetto sein soll. Aber ich finde, sie haben ihn gut getroffen. Oh fuck, bin runtergefallen. Ich sehe aber... Oh Gott, ich kann mich nicht heilen. Ich sehe nicht, wo ich ihn verwunden kann. Oh. Oh, Pinocchio erzählt Lügen und bleibt dann mit der Nase stecken. Aber durch das Hauen. Oh. Durch das Hauen von Gimpetto habe ich wieder Mana gekriegt. Er hat wieder gelogen. Erst nicht lügen, Pinocchio. Sonst bringe ich dich und Gimpetto zusammen um. Aber jetzt, wenn ich sein Pattern erstmal raus habe, ist easy. Das ist ein gemeiner Angriff. Aber solange ich mich in der Luft halten kann mit meinen Schlägen, ist alles gut. Warte nur drauf, dass Gimpetto wieder... Not to tell lies. Hab ich ihn? Er wollte doch nur einen echten Sohn haben. Hey, you. How do you get out of this place? You killed the doctor. I'll never help you. Can you at least tell us if the doctor had a plan or some way to get out of here? No. No, there's no way out. Someone here isn't very good at lying. Let me take a look around. Let's see what I can find. Even if you do find a way out, we're still at the bottom of the ocean. There is no escape. Let's see. Nails, bolts, wooden planks, shark blood. These are all the items he used to create these strange creatures. We aren't strange. We're normal children. Aha! Water fairy dust. This could be useful. You fairies are already useless when you're alive, let alone as dust. Their dust makes everything waterproof. We'll need it in the ocean. Hey, you talking pile of wreckage! If you don't tell us how to get out of here, you're gonna die too! I don't care! You won't get anything out of me! There! There's no more time! We have to escape! Darnation! What had begun as mere sparks were starting to burst into hungry flames. A roaring fire soon broke out,
and Teddy and Lighty were forced to flee. The laboratory was now completely engulfed in flames, and thick smoke spread through the beast's entrails. Eventually irritating the terrible dogfish enough to cause it to spasm and sneeze violently. Teddy and Lighty seized the opportunity to let themselves be launched out of the huge creature onto the seabed with a dark and mysterious ocean all around them. Das sieht nach Atlantis aus und wir haben jetzt verbesserte Navigation. Unter Wasser kannst du dich nicht heilen oder angreifen. Okay. Aber ich kann mich unter Wasser bewegen. Sehr schön. Das erklärt auch, wie wir an der einen Stelle hier im Wahnsinn weitergekommen wären. War da ein Spiegel in der Nähe? Ich weiß es nicht. Aber es ist, glaube ich, der Bereich, den wir am besten abgeschlossen haben. Nee, Leichtgläubigkeit haben wir am besten abgeschlossen. Ja, aber wir sind jetzt hier. Das sieht nach Atlantis aus und der Neid. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ihr lasst mir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit The Darkest Tales. Bis dann, euer Wolf.